Ja, also das Thema OER und Hochschule, das ist also ein durchaus schwieriges. Und wir hier an der Technischen Universität Graz beschäftigen uns eigentlich schon sehr, sehr lange damit und haben also bereits sehr früh, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, 2010, 2011 OER, also freie Bildungsressource, als sogenannte Strategie im Bereich des E-Learnings, vernetztes Lernen, implementiert und haben uns dazu bekannt, dass wir in diesem Feld Tätigkeiten haben werden und sukzessive versuchen werden, hier Bildungsmaterialien als OER anzubieten. Das ist jetzt nichts Großartiges, es spiegelt also auch nicht die gesamte Universität wider, aber wir versuchen zum Beispiel auf der Seite opencontent.eograz.at freie Bildungsmaterialien mehr oder weniger zu sammeln und also der Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, also welche Bildungsmaterialien hier von der TU Graz frei bezogen werden können. Wir haben zum Beispiel auch mit iTunes U experimentiert, haben dort Bildungsinhalte und eben große und bekannte OER-Projekte im deutschsprachigen Raum wie L3T und letztendlich auch diese Plattform iMOOCs hier installiert und experimentieren, also auch forschungsmäßig damit, wie sich also das Ganze verhält und wo die Vor- und Nachteile sind. Also eine strategische Verankerung an der Universität, das war für uns ein wesentlicher erster Schritt, um einmal in das Bewusstsein der Leitungsebene zu kommen. OER ist also weit mehr als nur ein Schlagwort. Freie Bildungsressourcen ist nicht nur ein Nice to Have, sondern sollte wirklich also auch in den Strategien der Universität verankert sein, weil man damit mehr oder weniger auch die Berechtigung bekommt, an diesen Punkten zu arbeiten und langfristig zu implementieren. So, jetzt warum OER? Also was macht das Sinn? Ja, was ist das Ziel einer OER-Strategie oder warum macht man das, könnte man jetzt sagen. Das ist für mich einerseits das erste Argument ist, wir sind eine Universität, auch verantwortlich für die Bildung der Gesellschaft. Und den sogenannten öffentlichen Bildungsauftrag können wir natürlich vielleicht heute durch die digitalen Medien viel besser wahrnehmen, weil wir eben Bildungsinhalte frei zugänglich machen. Es gibt genug Schichten und genug Probleme, warum Personen nicht an die universitäre Inhalte herankommen. Und da ist es ein erster, wenn auch kleiner Schritt, diese Bildungsmaterialien zugänglich zu machen. Im Wesentlichen sind das die Ansätze, die die Open University in den Niederlanden, Spanien, UK und so weiter auch verfolgen. Also einfach die Bevölkerung, die Gesellschaft, also mit quasi Bildungsinhalten und Kursen zu versorgen, mit der Idee, also hier eine höhere Bildung zu erreichen. Dann ist es der zweite Grund, ein sehr pragmatischer. Wir müssen auch sagen, wenn natürlich unsere Bildungsinhalte erreicht werden oder zugänglich sind, dann steigert das wahrscheinlich auch die Attraktivität der Hochschule. Sie wird bekannter. Also sage ich einmal sehr plump, Marketing ist ein Marketingaspekt und wir wissen auch, dass das MIT als die erste große Universität weltweit, wo die OER-Materialien freigegeben hat, das natürlich ganz bewusst eingesetzt hat, viel Geld in die Hand genommen hat, um zu sagen, ja, schaut her, wir sind die Universität, wir machen dies und das und haben natürlich hier eine Vorreiterrolle bekommen und ein großes öffentliches Interesse. Und der dritte Punkt ist, und das ist für uns etwas, das wir sehr gerne unter den Tisch kehren oder gar nicht so weit denken, ist die Urheberrechtsproblematik und zwar unserer Lernenden, das heißt also der Studierenden. Das heißt, wir haben riesige Schwierigkeiten, wenn wir zum Beispiel digitale Lernmaterialien austeilen, ohne weitere Lizenz als Lehrende, dann ist per se das Urheberrechtsgesetz hier schlagend und der Studierende darf eigentlich nichts anderes machen, als das Material runterladen und für seine eigenen Zwecke verwenden. Er darf es weder bearbeiten, noch weiter veröffentlichen, noch per E-Mail weiterschicken und er macht also oder sie dauernd irgendwelche Urheberrechtsverletzungen. Und das ist auch etwas, was sich die Universität bzw. überlegen muss, ob sie eigentlich auf den Köpfen der Lernenden mehr oder weniger diese Problematiken austragen will. Wenn ich es von der Hochschule ist, das ist in der Schule das gleiche Problem. Also wir sollten eigentlich die Urheberrechtsproblematik nicht einfach auf die Kinder übertragen und uns dann sagen, also uns geht das also nichts mehr an. Ich sehe es als Verantwortung, auch das Problem zu lösen. Und natürlich zu guter Letzt, wenn natürlich viele freie Bildungsmaterialien vorhanden sind, wo man auch sehr viel damit machen kann, dann wird das zwangsläufig auch Formen des offenen Lernens unterstützen und einfach ermöglichen und dadurch auch ganz andere Lehr- und Lernmethoden plötzlich zutage kommen. Also wo sehen wir derzeit die größten Schwierigkeiten im Bereich also Open Education Resources an Hochschulen? Das Problem ist eigentlich
einerseits sehr trivial, aber sehr schwerwiegend und schwer überwindbar, und das nennt sich also Urheberrecht. Besonders im deutschsprachigen Raum, wie er so bekannt ist, ist auf jedes Werk, das geschaffen worden ist, ein Urheberrecht. Und das ist ein gutes Recht, und nun muss man darüber nachdenken, was das eigentlich heißt. Das heißt, dass jeder Lehrende, der seine Materialien, Unterrichtsmaterialien erzeugt, grundsätzlich einmal der Urheber dieses Werkes ist und natürlich das Urheberrecht auf dieses Werk hat. Und jetzt ist es so, dass es an zumindest österreichischen Universitäten, da weiß ich es ganz gesichert, aber ich weiß auch bei den deutschsprachigen Universitäten, in der Regel so ist, dass es also keine vertragliche Regelung gibt, was mit diesen Bildungsmaterialien jetzt, wem gehört denn das eigentlich? Also wenn ich jetzt als Lehrender an die Technische Universität Graz komme, hier in Lehrmaterialien, auch in der Dienstzeit erzeuge, dann ist es einmal grundsätzlich so, ich habe das Urheberrecht darauf, und die Universität hat sich keine Werknutzungsrechte gesichert. Ja, das heißt, der Lehrende selbst an sich hat also das Werknutzungsrecht und kann also jetzt zum Beispiel seine Lehrmaterialien in Form eines Buches als Lehrmaterial verkaufen. Und wenn man natürlich das Ganze verkaufen will, dann hat man in der Regel wenig Interesse, dass das irgendwo frei downloadbar ist. Ja, und das ist natürlich also einmal grundsätzlich ein Problem, dass also das nie geregelt worden ist und natürlich hier sehr viele verschiedene Interessen bei den einzelnen Lehrenden herrschen. Der eine sagt, ich möchte das Buch verkaufen, der andere sieht es als selbstverständlich an, dass seine Lehrmaterialien für die Studierenden zugänglich sind. Also es gibt keine einheitliche Regelung, sondern eher große Unsicherheit, was darf man und was darf man nicht bei den Lehrenden. Und das Zweite, und das ist fast noch viel schlimmer, ist, dass die sogenannten Skripten, von denen wir immer reden, ja nicht entstehen, indem man sagt, man setzt sich hin, schreibt einen Monat und danach hat man das Skript und fertig, sondern das ist gewachsen. Gewachsen heißt, es hat einen Lehrenden gegeben, der hat begonnen. Der nächste Lehrende ist gekommen, hat gesagt, da machen wir noch ein Kapitel dazu. Der dritte hat es überarbeitet. Der vierte hat dann vielleicht das halbe Buch umgeschrieben. Und jetzt ist man neuer Professor, kommt vielleicht an das Institut und natürlich kann man nicht wieder von null loslegen und bedient sich der Lehrmaterialien, die vorhanden sind. So, und jetzt weiß ich aber nicht, wie sauber dieses Material ist, unter Anführungszeichen. Das heißt, ich weiß nicht, ob jedes Bild ordnungsgemäß zitiert worden ist, woher vielleicht noch die Quelle war, weil das war früher nicht so relevant. Und dadurch hat man innerhalb eines Skriptums eigentlich zum Teil große urheberrechtliche Probleme und ist überhaupt nicht in der Lage, das Werknutzungsrecht weiterzugeben, weil es ja vielleicht schon x Autoren gegeben hat, von denen man gar nicht mehr weiß, dass die da mitgeschrieben haben. Und jetzt, bevor man natürlich hergeht und sagt, ich mache selbst große Urheberrechtsverletzungen, indem ich das frei im Netz anbiete und dann mir Klagen von Verlagen einhole oder auch von irgendwelchen Einrichtungen, die also Bilder zur Verfügung gestellt haben, geht man natürlich auf Nummer sicher und sagt, ich werde also dieses Material natürlich lieber mal nicht freigeben. Und das ist ein immens großes Problem, weil halt sehr, sehr viel Bestand hier ist, noch aus alten Zeiten, und wir daher eher arbeiten mit den Lehrenden, wenn sie jetzt wirklich beginnen, von null an sauber zu sein, und dann kann man also viel leichter das Ganze als OER zur Verfügung stellen. Aber wir sehen, hier herrscht sehr viel Aufklärungsbedarf, große Unsicherheiten. Man weiß natürlich auch von vielen Klagen im Bereich des Urheberrechts, die also kein Kavaliersdelikt sind, sondern also sehr hoch sein können, sodass also die Unsicherheit bei den Lehrenden sehr groß ist und auch die Rechtssicherheit oft nur schwer gegeben werden kann, weil es sehr, sehr viele Ausnahmen gibt. Also ab wann gilt etwas als Werk, ab wann darf ich ein Bild übernehmen und so weiter. Und das, wie gesagt, der Richter auch sagt, man muss das von Fall zu Fall unterscheiden. Und das hilft uns als Lehrende grundsätzlich nicht sehr, also diese Antwort. Ja, also wie sehen wir die Möglichkeit in Zukunft OER und Hochschule in den Griff zu bekommen, oder welche Maßnahmen wären also für mich also ganz wesentlich, um es flächendeckend einzuführen, weil natürlich Leuchtturmprojekte hat jede Hochschule und natürlich ist grundsätzlich jede Hochschule interessiert daran, also möglichst viele Bildungsmaterialien den Studierenden zugänglich zu machen. Das erste ist einmal, wir brauchen sehr stark Medienbildung. Medienbildung im Sinne von Urheberrecht, das heißt also nachdenken, was ist E-Learning und Recht, was darf man machen, was darf man nicht machen. Ich muss also natürlich versuchen, bei den Lehrenden Vertrauen zu schaffen, dass das, was sie tun, auch rechtens ist, was sie tun dürfen und was sie nicht tun dürfen. Das ist also einer der wesentlichen Faktoren, und hier sehe ich also den ersten großen Punkt im Bereich der Handlungsfelder. Viel Aufklärungsarbeit. Warum sollte ich mein Material überhaupt als OER zur Verfügung zu stellen? Die Problematik der Studierenden, eben wie gesagt, also die Urheberrechtsproblematik kommen und so weiter und so fort. Das heißt, hier ist Aufklärungsarbeit, Rechtsarbeit einfach zu leisten. Und daher ist die erste Forderung quasi beginnen mit zentralen
Programmen, Workshops, Seminaren, die man anbietet, um immer mehr Personen über diese Problematik zu informieren. Grundsätzlich ist mein Motto immer, es ist nicht ein digitales Problem, aber durch die Digitalität wird das Problem viel offensichtlicher. Also wir haben die Probleme eigentlich schon früher gehabt, nur ist es halt weniger aufgefallen, weil die Reichweite natürlich wesentlich geringer war. Das zweite große Handlungsfeld sind hochschulinterne Maßnahmen. Das heißt also, man kann natürlich jetzt schwer hergehen und sagen, jetzt haben wir alle geschult und alle wissen, jetzt muss ich natürlich auch Hinweise geben, wie kann man OER gut erstellen, was mache ich, wenn ich ein OER-Material habe, wo spiele ich es hin, wo bekomme ich etwas, was ich verwenden darf, wie geht das also hier weiter, muss ich, das braucht Infrastruktur, selbstverständlich, gibt es Plattformen, zentrale Anlaufpunkte oder wie geht also hier die Hochschule vor? Und das muss natürlich auch überlegt werden. Also wie macht, also was macht die Hochschule für OER? Wo ist das angesiedelt? Vermutlich wahrscheinlich in den E-Learning-Abteilungen, die sich also hier natürlich besonders mit den Medien auskennen und die also beratend, unterstützend und vielleicht auch produktiv dann im Endeffekt das auch hier tätig werden. Und der dritte Handlungsfeld ist natürlich hochschulübergreifende Maßnahmen. Es kann natürlich nur nicht so sein, dass also das nur wir als einzige Universität machen, sondern OER lebt ja auch von dem, dass man jetzt vieles zusammenbringen kann, von Kollegen auf anderen Universitäten Materialien übernehmen kann, remixen kann, verändern kann, wieder hochladen. Und dadurch braucht es natürlich irgendwie Stellen, wo man weiß, vielleicht gibt es zentrale Plattformen, wie zum Beispiel das Zoom-Wiki, das große Wiki im deutschsprachigen Raum für Unterrichtsmaterial im Bereich der Schule gilt, wo also alle Hochschulen hinladen. Oder auch iMOOCs hat also sieht diesen Anspruch, zu sagen, wir sind in Österreich die MOOC-Plattform, bitte liebe anderen Universitäten, spielt es auch bei uns rein. Es macht also wenig Sinn, hier neue Plattformen zu entwickeln, weil das kostet auch viel Geld. Also wie ist das zentral geregelt, wie soll es hochschulübergreifend ausschauen, hier braucht es Kooperationen und so weiter und so fort. Und natürlich auch Rückmeldungen, weil natürlich ist es gut, wenn ich mein Material freigebe, wenn mir andere Professoren Rückmeldung geben oder auch das erweitert haben und mir das dann wieder zurückspielen. Und das ist auch ein großer Faktor im Bereich der Qualitätssicherung. Das heißt, dass je mehr Personen natürlich ein Material einsetzen, umso valider wird es, qualitativ hochwertiger und hat dann natürlich auch etwas, was OER sehr wertvoll machen kann. Also zusammenfassend möchte ich so sagen, also wir bewegen uns in eine Welt, die zunehmend digitalisiert wird. Wir bewegen uns in eine Welt hinein, wo Studierende oder auch Schulkinder, das ist dann ganz egal, zunehmend mit digitalen Geräten arbeiten werden. Das klassische Buch wird immer mehr abgelöst durch digitale Unterrichtsmaterialien und dadurch braucht es natürlich Regelungen, wie wir mit diesen digitalen Materialien arbeiten können. Und ich sehe langfristig also nur die Möglichkeit, also hier mit digitalen offenen Materialien zu arbeiten, weil also die Unterrichtsmaterialien, hier sehe ich also wenig Sinn, warum diese einen kein Werknutzungsrecht haben sollen. Und wenn ich als Universität einen öffentlichen Bildungsauftrag habe, macht es durchaus Sinn zu sagen, also wir geben das natürlich sehr schnell an unsere Studierenden und die können dann mit diesen Dingen arbeiten und sei es nur ein kleiner Formelzettel. Und das heißt, digitale Unterricht braucht also digitale, auch offene Bildungsressourcen und der Weg dorthin ist aufgrund dieser vielen kleinen Hürden durchaus ein langer und harter, aber ich glaube, der muss beschritten werden.